Hallo zusammen, es ist Freitagabend, es ist wieder DAX-Zeit. Wir haben den 27. August und wir haben 17.45 Uhr. So, vor euch liegt der DAX-Tageschart. Ich hatte am Mittwoch, das war hier gesagt, wir sollten noch mal ein bisschen runtergehen. Die 4-Stunden-Kerzen waren noch nicht ausgereizt nach unten und dann wieder versuchen zu steigen. Dieser Trend hier ist eigentlich basierend auf den 4-Stunden-Kerzen und liegt am Montag bei 15.870. Der hat für mich schon eine gewisse Bedeutung. Eins nach dem anderen. Die Bänder laufen eng zusammen. Das obere Band schmust mit dem Hoch, was wir hatten bei 16.033. Zwei Punkte, die sich hier oben treffen. Ein Cluster. Diese Chartunterstützung hier, das ist die 15.623, wird am Montag sich treffen mit dem unteren Band. Damit das nächste Cluster. Also es ist für mich ein sehr wichtiger Support zu so dieser 15.625. Von dem gleitenden Durchschnitt her ist nichts passiert bisher, gar nichts. 200-Tage-Linie weit weg, hat nichts mit zu sagen. MACD noch leicht negativ, allerdings in einem Bereich, wo sie keine echte Aussage hat. Das ist nicht so sinusförmig, wie wir das hier hatten. Also hier war es ein schöneres Signal und hier haben wir jetzt noch gar keins. Und die Stochastik ist um die 50 rum, nichts zu wollen. Für mich sind folgende Chartpunkte wichtig. Hier oben 16.34. Hier die 15.870 für Montag, die fällt jeden Tag 12 Punkte. Und hier unten drunter die 15.623. Das ist das, was der Chart ergibt. Es wird ein spannendes Wochenende da mit Jackson Hole, keine Frage. Ich werde das folgendermaßen machen. Ich werde nämlich selbst gar nichts machen. Ich bin nämlich heute, das nur zur Info, das ist der letzte Film für die nächsten rund 3 Wochen. Ich bin erst wieder da, ganz grob am 15. September. Ihr habt frei. Normalerweise in der Zeit, in der ich weg bin, die bei mir beim Chat, beim Dutch Trader von Finanzen.net auf Facebook, die veräppeln mich schon, die wünschen sich manchmal, dass ich in Urlaub gehe. Ich tue es. Ich habe mich dazu entschlossen. Erst so ganz grob am 15. September bin ich wieder da. Dennoch, für euch, die ihr hier bleibt, tut mir leid. Es ist so, ich würde jetzt hier abwarten, bis dieser Trend gebrochen wird. Idealerweise sofort in Kombination mit der 15.938. Dann kann ich long gehen. Und da muss ich auch nicht hier unten irgendwo hingehen, da kann ich einen Hebel 50 nehmen. Weil dann sieht das nämlich insgesamt ziemlich gut aus. Natürlich, am besten sieht es aus, wenn wir die 16.034 rausnehmen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Ich würde negativ werden, wenn wir diesen Punkt hier unterbieten, 15.620. Das sind also für mich die ersten beiden Punkte. 15.870 bzw. 15.943 und 15.623. Hier drüber kaufe ich einen Call, hier drunter kaufe ich einen Put. Der Call. Ich nehme jetzt mal einen, der weit weg ist, ja, weil sonst bekomme ich wieder böse Kommentare. Wieso ist der Hebel so hoch? Ich habe hier einen 15.331er, da sind wir hier unten. Ja, der hat momentan heute hier und jetzt einen Hebel von 30. Das ist ein unlimitierter Schein von Goldman mit der Kennnummer GH9B50. Aber mal ganz ehrlich, wenn der hier drüber geht, dann muss ich mir den Jotenschein nehmen. Dann suche ich mir einen, der hier knapp dahinter liegt. Basis 15.550. Geht dafür bitte mal auf die Seite gs.de. Sehr schönes Tool, sehr schnell werden alle Emittenten miteinander verglichen. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. gs.de, ja, für goldmansachs.de. Einen Short, der bei mir erst in Betracht kommt, wenn wir unter der 15.625 sind, hätte bei mir eine Basis von ungefähr 16.100. Da das auch wahrscheinlich zu eng sein wird, nenne ich euch hier diesen da, 16.386,5. Auch ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GH4BTE, Bertha Theodor Emil. Der liegt also dann, da muss ich den Chart zusammenstauchen, der liegt also hier oben irgendwann. Nochmal, ein Put gekauft ab hier, ein Call gekauft ab hier, 15.945. Und jetzt lassen wir die Jungs erstmal Jackson Hole ihren Cognac trinken und dann mal gucken, was dabei rauskommt. So, ich gehe ab in Urlaub. Hasta luego, adio und auf denne. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.